Herzlich willkommen zurück zu den Smash Tutorials hier bei Super Smash Bros. Ultimate. Heute geht es um Dr. Mario. Ja, vom Klempner zum Doktor. Er hat diesen Studiengang in Kauf genommen, den schwierigsten Studiengang überhaupt, und ist zum Arzt geworden. Nur um stärker zu werden und langsamer und so. Und generell wurde er zum schlechteren Charakter, aber nun gut. In Super Smash Bros. Melee hingegen, muss man sagen, ist Dr. Mario der bessere Charakter. In allen anderen Smash Bros. Teilen ist er eben halt der schlechtere Mario, weil er eben halt langsamer ist und ja, weniger Kombos hat, schlechtere Recovery hat und. Nichtsdestotrotz ist Dr. Mario in Super Smash Bros. Ultimate besser als in Smash 4. Ja. Allein schon wegen der neuen Down-Air. Die Down-Air in Super Smash Bros. 4 war einfach nur grauenvoll. Jetzt ist die richtig cool. Ist quasi wie Ganondorf Down-Air, nur mit schlechterer Range. Aber eben halt auch coolen Follow-Up-Möglichkeiten. Dazu kommen wir später noch drauf zu sprechen. Machen wir jetzt erstmal den Quatsch hier aus. Und dann kommen wir zum Movement. Wie ihr schon sehen könnt, ist Dr. Mario eben halt super slow. Oh mein Gott. Im Vergleich zum schnellen Mario stinkt halt total ab. Dash Dance ist alright, der kann sich sehen lassen, ist eigentlich wie beim normalen Mario. Nur Run Speed ist halt wirklich grottenschlecht. Ja, Air Mobility ist, naja, ist in Ordnung, könnte aber besser sein. Das Schlimme ist eben halt, dass die Recovery so schlecht ist, ne. Er hat halt nur das hier. Was nicht wirklich weit nach oben bringt. Kombiniert hiermit geht's noch einigermaßen, aber die Recovery könnte wirklich besser sein. Das ist eben halt auch eine der größten Schwächen von Dr. Mario, die Mario eben halt nicht hat, diese Schwäche. Seine AB kommt höher und generell mit den Sprüngen kommt Mario meiner Meinung nach auch ein bisschen weiter sogar noch. Grab Game ist eben halt genau wie bei Mario. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, ey, warum machst du jetzt schon wieder ein Tutorial? Du hattest schon Mario-Tutorial. Dr. Mario und Mario haben wirklich gar nichts gemeinsam, außer dass die Moves eben halt ähnlich aussehen. Komplett anderes Combo-Game. Und einige Moves unterscheiden sich dann eben halt doch noch. Nicht nur die Down-Air, sondern natürlich auch die Neutral-B, die Down-B und. Auch die Abi logischerweise. Das ist kein Echo-Fighter. Also manche denken, das ist immer ein Echo-Fighter von Mario. Stimmt überhaupt nicht. Aber ja, dazu komme ich noch später drauf zu sprechen. Gut, Grab-Game, wie gesagt, wie bei Mario. Schnelle Grabs, schnelle gute Grabs. Da kann man sich nicht beschweren. Dash-Grab etwas laggy. Beziehungsweise man hat Lag, wenn man whifft. So ist es natürlich nicht laggy. Wenn man nicht trifft, kann man ganz gut gepunished werden. Gut, kommen wir jetzt zur Dash-Tech. Die Dash-Tech kommt tatsächlich in der Up-Air. Aber, wie ihr sehen könnt, ich jabbe so schnell wie ich kann. Dash-Tech ist super laggy, super punishbar. Kein guter Move. Definitiv nicht. Definitiv kein guter Move, Leute. Klar, es kann zu solchen Kombos führen. Aber man sollte niemals auf den Gegner zurennen mit einer Dash-Tech. Weil es bringt einfach nichts. Man kann eine Up-Air, eine Back-Air rausbekommen, aber wann wird man sowas mal treffen? Nie gegen gute Spieler. Richtig, nie. Was man allerdings machen kann, ist, wenn der Gegner landet oder mit Laggy Moves landet, dann kann man natürlich das als Landing Punish nehmen und hat dann eben halt diese Follow-Ups, Up-Air und Back-Air. Und des Weiteren kann man das hier an Ledge benutzen. Weil wie ihr sehen könnt, ne, ich mache mal maximalen Zoom, ist der Fuß Offstage. Man kann teilweise Gegner dann damit treffen und auch dann Kombon. Ja, also hier kann man den Dash-Tech tatsächlich benutzen. Ein Gegner versucht zu recovern, kann man einen mit treffen und ansonsten nur zum Landing-Punish benutzen, weil ansonsten ist dieser Dash-Tech super mega unsafe. Das kann man auch mal als Mix-Up Down-B. Ist nicht true, aber ist ein nettes Follow-Up, was man eben halt hat, wenn der Gegner nicht drauf gefasst ist. Kann nämlich auch zum Kill führen. Aber, ja, spammt es bitte nicht im Neutral. Danke. So, Leute, kommen wir jetzt zum Jab. Der Jab ist wie bei Mario auch eine 3-Hit-Kombo. Und funktioniert im Grunde genommen auch wie bei Mario. Also Jab sollt ihr nur machen, wenn ihr wirklich eine schnelle Option braucht. Der Gegner hat irgendwas gewifft, was ein bisschen leckert. Dann könnt ihr jabben.
kommt schnell raus, schleudert den Gegner weg. Gerade hier ist ein Jet ganz nützlich. Dann hat man den Offstage, kann versuchen, den zu gimpen. Hm. Und eben mal Back Air und Down B, was sehr empfehlenswert ist, Offstage. Oh, dann auch zum Kill führen. Aber ja, basically, der Jab ist eben halt nur eine schnelle Option, ohne irgendwie große Follow-Up-Möglichkeiten. Hm. Man kann als Mix-Up, wenn man zum Beispiel einen Schild trifft vom Gegner, Jab 1, Jab 2 machen und dann eben mal für einen Grab gehen und hat dann eben halt die Grab-Follow-Ups. Das geht natürlich auch. Aber, ja. Overall ist der Jab halt nichts Besonderes. Aber, keep in mind, ist eben halt eine schnelle Option, wenn ihr eine braucht. Dann nutzt sie. Kommen wir nun zu den Tilts von Dr. Mario. Down-Tilt funktioniert ähnlich wie bei Mario. Down-Tilt Up-Air. Können dann für weitere Up-Airs gehen, je nachdem, was der Gegner halt macht. Das Problem ist, ich kann den Gegner nicht so gut chasen, weil es ist halt Dr. Mario. Das ist eben halt das Problem von ihm, wie ich finde. Er hat halt so eine schlechte Mobility, dass man den Gegner wirklich sehr schlecht verfolgen kann. Ne? Ab diesen Prozenten kriege ich schon nichts mehr daraus. Ne? Ich krieg halt bei hohen Prozenten dann nur eine Up-Air oder eine Back-Air raus. Ein Ledge, sehr cool übrigens. Down-Tilt, Reverse Air Rush, Back-Air. Kann zum Kill führen, ist nicht true, aber wenn der Gegner nicht mitrechnet und ihr sehr schnell eben halt ausführt, dann könnt ihr eben halt einen Kill damit bekommen. Was ihr ebenfalls machen könnt, ist bei hohen Prozenten Down-Tilt in Fair. Ne? Wenn ihr mit den Strong-Hit trefft, dann könnt ihr eben mal das Leben des Gegners beenden. Keep in mind, die funktioniert genau anders als bei Mario. Ihr kriegt den Strong Hit da, wo ihr ihn bei Mario nicht bekommt. Ne? Bei Mario wollt ihr halt über den Gegner sein, direkt hier mit einem Startup treffen. Hier ist es genau andersrum. Wollt später mit der fetten Faust treffen. Aber ja, das so am Rand notiert. Also, Down-Tilt ist wenig ein cooler Kombo-Starter, weil Low-Prozent könnt ihr zwei Up-Airs rausbekommen und es kann in Grab führen und dann könnt ihr weitere Kombos rausbekommen. Bei höheren Prozenten an der Edge könnt ihr eben halt für eine Back-Air oder für eine Fair gehen. Reverse Air, Reverse Back-Air. Oder eben halt die Fair. Aber ja, was ihr ja noch als Mix-Up machen könnt, ist auch nicht true, aber wenn der Gegner nicht mit rechnet, dann könnt ihr eben halt auch einen Down-Beam mal machen. Sollt ihr nicht immer machen, aber wenn der Gegner nicht mitrechnet, das einmal pro Game macht, dann könnt ihr eventuell den Gegner auch damit treffen. Das ist halt auch sehr stark. Von daher ganz nützlich. Aber ja, das sind so ziemlich alle Sachen, die man zum Down-Tilt sagen kann. Also, ihr merkt schon, dass Dr. Mario einige Schwierigkeiten hat, ehemals, weil sein Run-Speed so schlecht ist, ne? Ist ja schön und gut, dass ich hier jetzt ein paar Up-Airs rausbekomme, aber dann hört der Spaß auch schon schnell auf, weil ich den Gegner nicht mehr über die ganze Stage verfolgen kann. Okay, was man jetzt fairerweise sagen muss, das hat 70 Damage gemacht. 70 Damage. Ah, fucking 70 Damage. Mit einem kleinen Chase, der vom Down-Tilt gestartet wurde. Trotzdem. Das Movement ist mir teilweise bei Dr. Mario ein Dorn im Auge. Das ist halt seine größte Schwäche, die Recovery und das fehlende Run-Speed. Aber gut, soviel zum Down-Tilt. Kommen wir jetzt zum F-Tilt. Der F-Tilt ist eben halt viel der von Mario, nur dass er mehr Schaden macht. Und meiner Meinung nach schlechter ist. Warum ist er schlechter? Ganz einfach, weil es Dr. Mario ist. Moment. Ja, der ist engelbar. Nach unten, nach oben, schräg. Ne? Klar, wie bei Mario halt. Aber, guck mal, wenn ich jetzt hier bei höheren Prozenten bin. Ich will den Jab blocken. Es geht eigentlich nicht. Weil der Gegner muss komplett Stroh in der Birne haben, um hier tatsächlich den Tag zu verkacken. Und ja, wenn der Gegner eben mal zu weit weggeschleift wird, dann komme ich nicht schnell genug hinterher. Er steht schon wieder auf, ich kann nicht Jablocken. Weil es Dr. Mario ist, sein Run-Speed ist zu schlecht. Ich krieg diese Jablocks nicht. Bei Mario geht das problemlos. Hier mit Doc aber nicht. Und deswegen, ganz ehrlich, ich finde der F-Tilt ist ziemlich useless. Was man machen kann ist, als Mix-Up, Back-Air F-Tilt ist eine ganz nette Sache. Der Gegner das versucht zu punishen. Dann kommt der F-Tilt meistens, weil er ziemlich schnell ist. Schleudert der Gegner auch weg, wenn er es angenommen geschielt hat, die Back-Air. Der will es punishen, dann kommt der F-Tilt halt an der Edge. Und er wird eben halt offstage gewartet. Da könnt ihr versuchen, den zu edge-garen. Ja. Das ist so der einzige Nutzen, den ich gefunden habe.
Aber bei Dr. Mario gibt es auch noch nicht so viele Footage auf YouTube. Also habe ich mir jetzt alles selber beigebracht quasi. Und ja, das ist so der Nutzen, den ich gefunden habe. Wie gesagt, der Move ist nicht so toll. Kommen wir nun zu Up-Tilt. Den finde ich ein bisschen besser als von Mario, muss ich sagen. Weil die Hitbox ein bisschen großzügiger ist. Guck mal, ich stehe nicht direkt beim Gegner und der Up-Tilt trifft. Das ist bei Mario nicht so. Ist halt ein guter Kombo-Starter. Ist ein guter Anti-Air-Move und ja, führt zu diversen Follow-Ups. Kann für Up-Air oder Back-Air gehen. Ja, wenn ich jetzt hier Down-Throw-Up-Tilt mache, dann kriege ich tatsächlich auch immer einen Up-Tilt raus. Aber meistens nur einen gegen Fast-Fall kann ich natürlich mehrere Up-Tilts bekommen. Aber gehen wir mal davon aus, dass der Gegner kein Fast-Faller ist. Es ist jetzt ein Fast-Faller, es ist Captain Falcon, aber stellt euch jetzt mal einfach vor, er wäre kein Fast-Faller. Dann hat man eben halt nur diesen einen Up-Tilt. Und als Follow-Up kann man eben halt Up-Air machen und dann Re-Grab. Und dann nochmal Up-Air. Das macht 64%, Leute. Genau, aber ihr könnt eben halt auch für Back-Airs gehen. Und dann Re-Grab und dann eben halt Up-Air. Das ist auch eine nette Sache. Also entweder entscheidet ihr euch für Back-Air oder eben mal für Up-Air. Das würde ich euch ans Herz legen. Was ihr lustigerweise auch machen könnt, ist Down-B. Das geht auch. Also diese Möglichkeiten hat man eben halt mit dem Dock. Und je nach Situation würde ich eben halt den jeweiligen Move benutzen. Hier zum Beispiel würde ich für ein Back-Air gehen, weil dann ist der Gegner offstage und ich kann easy gimpen. Ja. Aber sonst, wenn ihr zum Beispiel hier einen Up-Tilt bekommt, dann würde ich immer die Up-Air nehmen. Weil ich dann den Gegner komplett über Stage dragen kann. Na, ich zeig's euch. Na? Das ist halt dann besser, anstatt ein Back-Air zu nutzen. Also je nach Situation würde ich dann eben halt abwägen, was man eben halt für ein Follow-Up benutzt. Ach ja, und bei hohen Prozenten, da kommt das nicht mehr richtig. Also bei diesen Prozenten geht's noch. Jetzt sehen wir auf 100 gehen, dann könnt ihr ja Up-Tilt eigentlich vergessen, weil ihr seht, ihr kriegt keine Follow-Ups dann mehr danach. Könnt dann irgendwie sowas antäuschen, wenn er Air-Dodge, könnt ihr eben mit einem Up-Smash abfangen. Aber ihr habt keine Follow-Ups danach. Was eigentlich sehr schade ist, weil würde es noch bis hohe Prozente gehen, dann hätte ich halt die Down-B, weil ich würde dann hier nicht anfangen zu killen. Aber da das eben halt nicht true ist, könnt ihr das eigentlich vergessen. Könnt natürlich den Air-Dodge rausbaiten und dann abfangen, aber sehr, sehr risky, würde ich nicht machen. Würde ich lieber einen Jump antäuschen, den Gegner zu Air-Dodge zwingen und dann das Landing mit Up-Smash abfangen. Das ist besser, glaubt mir. So Leute, kommen wir jetzt zu den Aerials von Dr. Mario. Fangen wir mit den Neutral-Air an. Oh mein Gott. Leute, die Neutral-Air von Dr. Mario. Oh mein Gott. Muss ich dazu noch was sagen? Diese Neutral-Air von Dr. Mario ist mega, mega komisch. Oh mein Gott. Die ist extrem merkwürdig. Denn, wie ihr wisst, die meisten Neutral-Airs im Spiel funktionieren so, dass das Startup eben halt am stärksten ist. Macht hier 5,9. Aber wenn ihr euch jetzt das hier mal anschaut, 11,2. Je länger der Move aktiv ist, desto stärker ist er bei Dr. Mario. Das heißt, wenn ihr in Disadvantage seid, könnt ihr einfach Neutral Air drücken und dann fast wollen. Und je länger der Move aktiv ist, desto stärker wird er. Und desto mehr könnt ihr natürlich damit challengen. Je stärker der Move ist, desto größere Priorität hat natürlich auch der Move. Ja moin, was ist das für eine Neutral Air? Die funktioniert einfach mal komplett anders. Strong Hit kann natürlich ab 50 dann auch zu Tech Chases führen. Kann man easy Jetlocken und ja, wenn man Jetlock bekommt mit Dr. Mario, wird es tödlich. Denn dieser F-Smash killt eben halt schon mal 60% an der Edge. Super stark, wirklich fantastischer F-Smash. Viel stärker noch als von Mario. Hat aber auch nicht so eine ganz gute Range da vorne. Bei Dr. Mario kommt hier so eine Feuerexplosion, ist viel größerer Radius. Hier nicht. Hier ist es halt Schockschaden, der natürlich auch mehr Shields dann hat und auch stärker ist. Ja, aber so funktioniert das. Die Jetlocks funktionieren natürlich auch mit dem Weak Hits, allerdings erst bei höheren Prozenten. Ne? Bei diesem Prozentbereich wäre das eben halt der Fall. Ja, Neutral Air, sehr, sehr merkwürdig. Der Nutzen davon natürlich auch. Ihr könnt natürlich Neutral Air buffern, dann approachen. Und dann eure Kombos. Und natürlich, wenn ihr im Disadvantage seid, sollt ihr auch, wenn ihr Move vom Gegner erwartet, das im Voraus schon buffern, weil dann eben mal der Stark-Hit rauskommt. Und das ist dann schon, denke ich, ganz nützlich. Ihr müsst halt immer im Kopf behalten, dass, wenn ihr Neutral Air aktiviert, dass dann der Move eben mal schlechter ist. Beziehungsweise schwächer ist halt. Aber ja,
Aber das Shield könnt ihr jetzt natürlich verwenden. Aber dann habt ihr natürlich den schwachen Hit. Das sollte man immer im Kopf behalten. Ja. Ja, das ist eigentlich auch alles, was ich zur Neutral Air sagen kann. Also schnelle Option, die eben mal ein bisschen weird ist, weil eben mal der Startup der schwache Hit ist. Und ja, je länger der Move draußen ist, desto stärker ist er halt. Kann man auch dazu Edge Guard nehmen, wie ihr seht. Ist auch super geil. Ja, zum Edge Guard einfach den Strong Hit da runterfallen. Das kann dann killen. Habt ihr gesehen, mal 100%, wenn der Gegner hier meint, oh ja, okay, ich recovery jetzt mal. Vor unten, dann könnt ihr einfach runterfallen mit der Neutral Air und könnt den Gegner easy ginten damit. Sehr nett. Hätte ich jetzt fast vergessen zu erwähnen, aber ja, es geht natürlich auch. Gut, kommen wir jetzt zur Down Air von Dr. Mai. Down Air hat sich eben halt komplett verändert. Ist richtig cool geworden. Ist jetzt geändert aufs Down Air quasi. Nur mit schlechterer Range. Bei Mid-Prozent kommt das in Up-Smash. Down Air in Up-Smash. Kommt natürlich auch in Up-Tilt. Und dann habt ihr natürlich weitere Follow-Ups. Up-Tilt Back-Air, Up-Tilt Up-Air, ne? Hab ich ja schon gesagt. Bei noch höheren Prozenten könnt ihr direkt für Up-Air gehen. Ihr könnt natürlich auch alternativ für die Down-B gehen. Das geht auch sehr schön. Gerade nach der Down-Air. Das ist wirklich eine sehr gute Sache. Der Gegner muss blitzschnell reagieren. Ansonsten wird er eben halt davon erfasst. Und das ist gerade bei Ledge sehr tödlich, Leute. Der Gegner weggeschleudert wird zur richtigen Seite. Das war jetzt halt die falsche Seite. Dann wird es sehr, sehr widerlich für den Gegner. Seht ihr? Kriegt ihr halt richtig frühe Kills. Und ja, das ist basically die Down-Air. Also ihr könnt es in diverse Aerials kommen. Es geht aber erst ab 40% so richtig gut, weil bei Low-Prozent passiert natürlich noch nichts. So, was könnt ihr machen? Down-Air, Down-Air bei 35 könnt ihr Doppel-Down-Air machen. Und ja, bis 50% könnt ihr in Up-Smash das Kombo, ansonsten geht ihr für Up-Air oder Back-Air. Oder bei hohen Prozenten geht ihr eben mal für die Down-B. Das ist dann ganz nett. Wie benutzt man die jetzt? Man kann es als Mixer benutzen zum Landen. Dann würde ich euch raten, immer hinter den Gegner zu landen damit. Weil es dann schwierig ist, für den Gegner zu punishen, wenn ihr hinter dem Gegner landet. Kannst dann nicht grabben, nicht jammen. Ist klar. Das ist so einfach dann. Und natürlich Offstage könnt ihr das auch super benutzen, weil es spiked halt. Es spiked halt. Und auch die Down-Air, wie bei Captain Falcon, hat eben halt eine Side-Hit-Box, die eben halt auch den Gegner ganz gut wegschleudern kann. Nicht so einfach zu treffen, meistens kriege ich halt den Spike, da war die Side-Hit-Box. Schleudert der Gegner auch ganz gut weit weg. Und sowas könnt ihr natürlich machen. Das ist übrigens auch ein Kill-Confirm hier an der Edge. Down-Air und Back-Air, richtig geil. Aber wie gesagt, könnt ihr Offstage natürlich auch zum Spiken benutzen. Ist ein ziemlich mächtiger Spike. Wenn ihr ihn trefft, dann werdet ihr viel Spaß damit haben. Kann leider nicht Auto-Canceln, man hat immer ein bisschen Lag. Wenn man dabei den Boden berührt, seht ihr? Ein bisschen Lag ist da immer. Könnt ihr es natürlich auch bei Low-Prozent versuchen, in den Grab zu kommen und der Gegner nicht drauf gefasst ist. Man hat mehrere Möglichkeiten damit. Ich finde die neue Down-Air echt geil. Weil die alte Down-Air war halt echt scheiße. Muss man mal einfach sagen. Die alte Down-Air in Smash 4 war grauenvoll. Das war übrigens der Pillenlock. Dazu werde ich auch noch zu sprechen kommen. War das alles, was ich zur Down-Air sagen kann? Ich denke schon. Versucht wirklich, wenn ihr damit landet oder wenn ihr damit cross-up, immer hinterm Gegner zu landen. Ne? Wenn ihr es im Neutral so benutzen wollt, immer hinterm Gegner landen. Oder wenn ihr landet, immerhin auch halt hinterm Gegner landen. Das ist ganz wichtig. Und Offstage, ja, könnt ihr die Down-Air benutzen. Aber ich finde tatsächlich, gerade bei hohen Prozenten ist es eben halt besser, wenn man die Neutral Air benutzt oder wenn man die Down-D benutzt. Ja, das wäre das. Kommen wir nun zur Back-Air. Die Back-Air von Dr. Mario ist eben halt richtig geil. Wunderbares Tool im Neutral zum Spacen. Ja. Kann einen Full-Op 2 weg erstmal. Und ja, Back-Air macht nicht nur super viel Schaden, hat nicht nur super viel Knockback,
Das ist eben halt auch super safe. Richtig gut zum Spacen. Wie gesagt, hat eine gute Range für Dr. Mario-Verhältnisse. Und ja, hat natürlich auch Kombos. Back Air and Grab ist eine Kombo. Dann hier bei Mid-Prozenten Down Throw Back Air. Up-Tilt Back Air. Re-Grab Back Air. Wie gesagt, Down Air in der Back Air ist eine Kombo. Sonst noch irgendwelche Kombos mit der Back Air? Ja, eigentlich nicht. Down Throw Back Air ist halt sehr nützlich. Bei 40 könnt ihr manchmal auch zwei Back Airs bekommen. Bei 35 je nach Charakter. Ja, da haben wir's. Also, was ihr schon merkt, es ist ein gutes Spacing Tool, es ist gut zum Kombon und tatsächlich auch gut zum Killen. Ihr könnt auch Offstage natürlich dahin mit dem Back Air. Aber wenn ihr Offstage eine Back Air bekommt, dann werdet ihr wirklich belohnt, weil Back Air ist so stark, das killt dann auch. Also gut zum Gimpen, gut zum Spacen, zum Kombon. Back Air ist meiner Meinung nach auch einer der besten Moves von Dr. Mario. Up Air, Back Air sind meiner Auffassung nach die besten Moves von ihm. Richtig geil. Na, ihr könnt halt Retreat Back Air machen oder Full Up Back Air, Back Air. Das ist so gut, so safe. Guckt euch das mal an. So sieht halt gutes Dr. Mario Movement dann aus. Sehr schwer zu punishen und überhaupt da durchzukommen auch. So, kommen wir jetzt zur Fair. Die Fair von Dr. Mario sollte man im Mewtwo nicht benutzen, da sie sehr laggy ist. Aber man hat eben halt ein paar Setups. Moment. Down Tilt Fair hat man eben halt. Seht ihr, das ist ganz nett zum Killen. Und auch Down Throw Fair kann auch funktionieren. Boom. Da sollte man die Prozente auswendig lernen. Das war schon in Smash 4 so. So ein 90 bis 110%, je nach Charakter, kann das dann eh mal funktionieren. Manchmal muss man leicht zurückziehen. Dann muss man dann so eine Fair machen. Manchmal muss man hin die Eier. Man muss auch ein bisschen das Eier des Gegners readen. Und natürlich die Prozente in- und auswendig kennen. Damit eben mal dieser Kill-Confirm funktioniert. Denn das ist letzten Endes ein Kill-Confirm. Aber eben halt nur bei einem spezifischen Prozentbereich. Aber ist eben halt so eine kleine Trumpfkarte, die Dr. Mario hat. Sollte man auch nicht auf die leichte Schippe nehmen. Ja, kommen wir jetzt zur Up-Air von Dr. Mario. Die funktioniert anders als bei Mario, weil man den Gegner nicht nach oben hinkommt. Man draggt den Gegner über die gesamte Stage, wie man hier sehen kann. Ja. Das ist halt eine gute Sache. Und bereits nach den ersten zwei Up-Airs haben wir so eine Weggabelung. Da spaltet sich der Weg. Da kann man entweder für Regrab gehen. Oder aber, man macht einen Down-Tilt. Ich zeige Ihnen nochmal die Regrab-Variante. Regrab. Und dann kann man eben halt Up-Air machen, meine ich. Und macht dann eben halt noch eine zweite Up-Air. Oder man macht einen Up-Air und danach Up-Tilt. Wenn er Up-Tilt trifft, dann kann man auch in eine Back-Air kommen oder in den Down-B. Also man hat hier wirklich einige Möglichkeiten mit Dr. Mario. Moment. So, ich zeige euch jetzt nochmal die Up-Tilt-Variante. Ja. Geht mal mit dem Gegner mit und dann kann man eben halt in eine Back-Airs kommen oder eben halt in eine Down-B. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Das sind eben halt die Kombos, die man so hat. Und wie gesagt, man muss nicht unbedingt für einen Regrab gehen. Ich kann jetzt hier Up-Air machen und dann kann ich auch Down-Tilt machen und habe dann weitere Up-Airs. Kann das dann mit Dash-Tag beenden und habe dann sowas. Also wirklich eine Kombo-Maschine. Die Up-Air ist so cool, wenn man die richtig benutzen kann. Und auch die Hinten-Hitbox hat eben ihren Sinn. Sehr schwer zu treffen, aber wenn man sie trifft, dann kann man den Gegner so offstage schaufeln. Seht ihr? Wenn man den dann nochmal trifft, ist er halt tot. Das ist so wie bei Ganondorf, nur eben halt noch viel schwerer zu treffen. Aber die Hinten-Hitbox kann eben halt den Gegner wegschaufeln. Und ja, die schaufelt den Gegner ziemlich weit weg. Gerade bei hohen Prozenten bedeutet es den sofortigen Tod. Ihr könnt es somit auch zum Edge-Garden benutzen, wenn ihr die hintere Hitbox gut treffen könnt. Dann werdet ihr reichlich damit belohnt. Aber wirklich. Ja, und das sind basically die ganzen Up-Air-Kombos, die man hat. Man kann auch alternativ Upthrown machen und dann Up-Air und dann hat man eben halt das gleiche. Man kann, wie gesagt, auch der Upthrown nehmen. Ist auch eine True-Kombo, muss nicht den Downthrown nehmen, aber irgendwie gefällt mir der Downthrown besser. Und was man eben halt auch machen kann, ist Up-Air und dann Abi. Das ist übrigens auch eine True-Kombo. Wie ihr hier sehen könnt, der Gegner kann nichts daraus danach machen. Ah, habe ich jetzt verkackt. Lass mal ruhig so. Ist auch eine True-Kombo.
Gerade die Abi, die kann eben halt auch bei höheren Prozenten killen. Ja, und ihr könnt natürlich auch Landing Up Air machen. Auch die Combo natürlich in sich selbst. Bei Low-Prozenten aber erst. Bei höheren Prozenten geht es nicht mehr richtig, wie ihr seht. Weil Dr. Mario ein langsames Stück Scheiße ist. Wenn er ein bisschen schneller, am besten so schnell wie Mario, dann wäre er so gut, glaubt mir, dann wäre er wirklich gut. Aber da der eben halt so langsam ist, hat er eben halt seine kleinen Flaws. Aber gut, das ist eben halt alles, was man mit der Up-Air machen kann. Und ja, das waren die Aerials von Dr. Mario. Kommen wir nun zu den Smash-Attacken. Aber natürlich einmal den Down-Smash, der ist extrem stark. Hinter-Redbox noch ekliger. Und kommt verdammt schnell raus. Frame 5, super schnell. Also wenn ihr engen schnellen Punish braucht, der Gegner vor euch ist, das gewifft hat und ihr wisst zum Beispiel, S-Smash ist zu langsam, dann könnt ihr ruhig Down-Smash machen. Schleudert den Gegner sehr weit weg, bringt den Gegner in eine Edge-Guard-Situation, gerade hier an der Edge ist sehr nützlich dann. Dann könnt ihr natürlich hier versuchen, den Gegner zu gimpen. Mit einer Down-B am besten, weil wenn ihr die dann trefft, dann ist der Gegner in den meisten Fällen eigentlich tot. Ja, ansonsten natürlich, um Rollen zu punishen, wenn ihr eine Rolle erwartet oder hier gerade an Ledge, könnt ihr es reversen, das müsst ihr aufladen. Kalt ihr halt zwei Optionen, wenn der Gegner einen Normal Get Up Shield macht, dann ist es auch safe on Shield, weil ihr lange gecharged habt. So viele Hits dann, dass ihr dann ja, wieder eine Back Air direkt machen könnt und eventuell durch Shield durchpokt. Also da hat man schon einige Möglichkeiten mit. Kein schlechter Smash-Angriff, der Down-Smash, ziemlich geil. F-Smash, super, 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 mega stark. Also wie gesagt, der killt Captain Falcon wahrscheinlich bei 62% hier an der Edge. Und gerade kombiniert mit den Jet-Locks. Einfach nur amazing, ja. Locker, das killt locker. Super starker Smash-Angriff. Also wenn ihr irgendwie Move vom Gegner erwartet oder ein Aerial erwartet, den kann man auch engeln. Dann kann man natürlich das perfekt abtimen und dann den Gegner erwischen. Wenn der Gegner was ganz Laggiges gemacht hat und ihr einen perfekten Punish braucht oder generell den Gegner geshield-breaked habt, könnt ihr natürlich auch aufladen und habt dann einen super starken Angriff. Ist aber mit ein bisschen Endlag verbunden, Leute. Deswegen würde ich nicht unbedingt spammen. Down-Smash und Up-Smash sind da wirklich ja, spambarer, weil die weniger Endlag haben. Aber ja, was ich euch schon gezeigt habe, eben halt, wenn der Gegner hier einen Tech verkackt, Jetlock, boom, super stark, wenn ihr einen Jetlock bekommt, werdet ihr wirklich reichlich damit belohnt. Ach ja, was mir gerade einfällt, wo ich das jetzt hier so sehe mit der F-Slash, das habe ich nicht vergessen. Ihr könnt tatsächlich sowas auch nochmal an. In Up-Angled F-Smash, Down in Up-Angled F-Smash. Na, das geht bei 60, glaube ich. Ja. Seht ihr, das ist dann sogar eine True-Combo und kann auch killen. Das habe ich tatsächlich vergessen bei Down. Ich wusste, irgendwas habe ich vergessen. Das war das. Gut. Ja, mehr kann man auch tatsächlich zu den F-Smash nicht sagen. Kommen wir nun zum Up-Smash. Up-Smash ist so komisch. Kommen wir sogar in sich selbst. Bei Low Prozent. Und wenn es nicht mehr in sich selbst kommt, dann könnt ihr teilweise noch eine Back-Air rausbekommen. Back-Air-Chase, pass mal auf. Je nachdem, wie der Gegner die Eye, das ist ganz komisch, seht ihr, kann man teilweise einen Back-Air-Follow-Up rausbekommen. Je nach die Eye des Gegners. Der Up-Smash ist auch extrem komisch. Bei Mario fliegt der Gegner ja direkt nach oben. Hier nicht. Hier fliegt der Gegner wirklich hinter Dr. Mario. Wenn ich jetzt hier mit einem Up-Smash treffe, fliegt er direkt hinter mich. Wenn ich jetzt hier auflade, dann stirbt er direkt schräg zur Seite. Schön an der Up-Smash ist eben als hinterm Kopf fängt er an, der Kopf ist disjoint, wie ihr sehen könnt, ihr könnt alles damit challengen, alles damit besiegen. Und deswegen empfehle ich euch auch immer einen Turnaround zu machen, weil der Move dann noch schneller und noch safer ist. Und ja, basically, könnt ihr den genauso benutzen wie bei Mario, nur dass der Flugwinkel eben halt ein anderer ist. Ja, wenn ihr jetzt hier natürlich einen Upsmash macht, dann kriegt er den Kill nicht, weil der Gegner schräg wegfliegt. Wenn ihr einen Ledge killen wollt, müsst ihr wirklich so, dass man das, ihr nicht mit der Hinten-Hitbox trefft. Was dann natürlich nicht ganz so einfach ist zu treffen, weil die Hinten-Hitbox ist halt schneller. Aber ja, nicht schlecht, der Smash-Angriff. Auch generell, wenn der Gegner versucht zu landen, natürlich könnt ihr Landing damit abfangen. Den Smash. Sehr schnell, sehr wenig Endlag. Er duckt sich sogar noch ein bisschen. Sehr schwer zu erwischen auch. Ist ein wirklich guter Smash. Kann man sich nicht beschweren. Gut, Leute, kommen wir jetzt zu den Specials. Fangen wir ruhig an mit den Pillen.
Die Pillen machen mehr Schaden als die Feuerbälle, nicht 1% mehr oder sogar 2%. Ich bin mir nicht ganz genau sicher. Auf jeden Fall machen sie mehr Schaden als die Feuerbälle. Des Weiteren bouncen die auch, was ganz nett ist, aber auch zugleich scheiße sein kann, denn kleine Charaktere können da drunter her. Gerade ein Little Mac, der kann mit seinem Run einfach drunter rennen. Aber gegen fette Charaktere natürlich super nervig, weil die auch die Luft noch ein bisschen abdecken. Also gegen kleine Charaktere finde ich die Pillen schlechter als die Feuerbälle. Gegen größere Charaktere, wie zum Beispiel auch Captain Falcon, finde ich die Pillen einfach besser, weil die mehr abdecken. Nicht? Grounded und in Luft. Ja, die bouncen halt auf und kommen dann in der Luft. Ist ganz nett, um eben als Jumps offstage zu klauen. Wenn man Pillen benutzt, kann man den Gegner mit einem Jump wegsnipen. Was sehr nützlich sein kann. Ja, und da macht man natürlich den Taunt. Zeigt, dass man der Pillengott ist. Nee, wirklich ganz nett. Kann man im YouTube benutzen, um den Gegner zu nerven. Den Gegner zum Approachen zu zwingen. Aber wenn ich die ganze Zeit hier kämpfe, im Lead bin, muss der Gegner halt irgendwie durch diese Pillenwand. Und kann eventuell noch ein bisschen Damage aufbauen. Und was ein bisschen advanced ist, so ab 11% geht das. Ich habe jetzt mal auf 13 Vorsichtszauber gestellt. Fort Throw, Pillenlock. Dann kann man eben halt das in Upsmash kommen. Sehr geil. Kann es auch in eine Backair kommen. Wenn der Gegner nicht taggt, Pillenlock, Backair. So cool. Das geht halt immer noch ganz gut. Nicht mehr so gut wie in Smash 4. Mhm. Aber ja, das kann eben halt immer noch benutzt werden. Und ja, nach einem Upsmash kann man auch teilweise eine Abwehr rausbekommen, wie ihr gesehen habt. Das ist schon ziemlich geil, oder? Na, wenn der Gegner nicht taggt, könnt ihr alternativ, gerade weil Dr. Mario ja manchmal die Jetlock schon nicht mehr bekommt, weil er eben halt so ein Slow-Ass-Motherfucker ist, könnt ihr eben mal versuchen, eine Pille da vom Gegner zu werfen. Und habt dann eben halt manchmal diese Upsmash-Follow-Ups, was sehr nice sein kann. Hm. Das wollte ich auch noch erwähnen. Na? Das ist halt immer eine gute Sache. Dafür kann man die Pillen eben halt auch noch wunderschön verwenden. Aber ja, das wäre eigentlich alles, was man auch zu den Pillen sagen kann. Offstage Jump Clown, Pillenlock und generell den Gegner zu approachen zwingen. Dafür sind die Pillen gut. Nettes Projektil, definitiv nicht schlecht. Coole Sache. So, kommen wir jetzt zu der Side B. Das Cape von Dr. Mario funktioniert im Grunde genommen genauso wie bei Mario. Ich zeig mal, wie das anhand der obligatorischen Gun, das ist mittlerweile auch schon Meme geworden, es wird immer die Gun verwendet. Geben die jetzt mal Captain Falcon, soll mal die ruhig benutzen, Computer Level 3. Und wenn ich jetzt das richtig time, dann kann ich eben mal diese Schüsse zurücklenken, wie ihr seht. Das geht natürlich nicht nur mit Items, Samus Charge Beam zum Beispiel könnt ihr natürlich auch zurücklenken. Alle Art von Projektilen und Geschosse könnt ihr, wenn ihr es richtig timet, eh mal zurück zum Absender schicken. Des Weiteren kann das Cape noch das Momentum des Gegners umdrehen. Kann einfach den Gegner komplett umdrehen. Das kann natürlich auch nützlich sein offstage. Wenn ein Gegner recovert, kann ich den einfach umdrehen. Und natürlich bedeutet das dann den sofortigen Tod. Gerade in einem Game, wo Ledge Guarding so wichtig ist, könnt ihr einen Gegner teilweise schon bei 60 killen. Wenn er das Cape richtig benutzt. Und ja, wenn ich den Computer jetzt einmal steuere und es kommt zum Shield Break, dann könnt ihr auch Cape benutzen. Er kommt nicht aus dem Status raus. Das Cape macht 10%. Könnt richtig Damage aufbauen und dann das Ganze mit einem F-Smash beenden. Ein Shield Break bei 0 bedeutet den sofortigen Tod. Weil angenommen, er ist jetzt hier geShield Breaked, geht ihr halt bis 60, es geht locker hin, und dann ladet ihr auf und der Gegner ist tot. Mega, mega geil, mit Dr. Mario noch stärker, weil der F-Smash von Doc eben halt noch heftiger ist. Das sollt ihr natürlich auch nicht vergessen. So, und wenn ich euch jetzt nochmal hier zeigen möchte, wie das mit dem Cape funktioniert, um Recoveries eben halt zu stören, dann guckt genau hin. Das ist ja eben halt geil, auch wenn er schon die API benutzt hat. Oh mein Gott, dieser F-Smash ist so stark. Müsste echt weiter mittig schieben, man, sonst bringt ihn das um. Oh mein Gott, dieser F-Smash. Okay, Backair dann lieber. Okay, Backair war jetzt aber nicht stark genug. So, jetzt. Ja, das ist so geil. Könnt wirklich die Recoveries easy wegschießen. Ich find's cool. Also, das kann man natürlich auch meistern. Was man auch mit dem Cape machen kann, ist eben halt die Ledge easy greifen. Wenn ihr Cape macht, greift er easy die Ledge. Und ihr könnt die Gegner teilweise nach oben umdrehen.
Ja. Das ist halt ganz geil. Das ist so alles, was man zum Cave sagen kann, Leute. Kommen wir nun zu der Down B von Dr. Mario. Down B ist immer ein super gutes Ledge-Guarding-Tool. Super gut im Mix-Up, im Neutral kann man das auch benutzen. Aber ja, hier zum Ledge-Guard. Das war der obligatorische Ledge-Guard. Super geil. Einfach hier ungefähr aufhalten, den Bereich covern, wo der Gegner eben halt hin will. Ungefähr hier könnt ihr mashen, denn dann verhindert ihr eben halt, dass er die Ledge Sweet spottet. Das ist eben halt super geil. Ihr könnt es natürlich im Neutral auch benutzen, wenn ihr Backer-Spacing gemacht habt, könnt ihr mal sowas machen als Mix-Up, ne? Erwartet der Gegner halt nur dieses Back-Air, ist halt ein Hit-Move und dann kommt ihr mit Multi-Hit. Der Shield ist, erwartet aber die Back-Air, hat eben halt im Kopf gespeichert, ich shield jetzt einen Hit, aber dann kommen eben halt die anderen Hits noch durch. Er ist halt nicht auf diese Multi-Hits vorbereitet. Und ihr pokt dann eventuell durch Schild oder er lässt das Schild los, weil er eben halt nur einen Hit erwartet. Super gute Sache, nett zu Mix-Uppen. Ne? Hier Backer Spacing und dann eben halt mal mit Down-B kommen. Finde ich sehr nett. Auch manchmal zum Combo natürlich. Was hatten wir da? Up-Tilt, Down-B ist nett. Down-Air, Down-B ist eine gute Sache. Ansonsten wirklich zum Ledge-Garn. Ne? Ja, und das geht natürlich auch weak. Dash Attack in den Down B. Oh, nettes Follow-up. Ah, so kriegt ein easy eure Kills mit Dr. Mario. Das ist auch ganz geil bei Dr. Mario. Ich meine, bei Mario hast du die Wasserkanone, die ist insane. Aber ja, die gewinnt dir das Neutral. Aber beim Ledge Gun kann das in manchen Situationen sogar besser sein, die Down B. Und teilweise ist sogar noch eine Recovery, weil wenn der Gegner jetzt hier nicht wegschleudert, fällt ein Punch. Machen wir wieder Falcon Punch, bitte. Falcon Punch. Noch ein Falcon Punch, bitte. Dann benutzt ihr erstmal eure Down B. Gewinnt ein bisschen an Höhe, dann Double Jump und dann Up B. Ihr könnt es eben halt easy auch zur Recovery nehmen. Weil wenn ihr masht, dann kommt er halt immer höher. Wenn ich nicht mashe, dann kommt er nicht so hoch. Dann fällt er runter. Aber wenn ich ganz ein mashe, kann ich richtig an Höhe gewinnen, wie ihr seht. Je schneller ich mashe, desto höher kommt er. Das kann man nur einmal machen, weil wenn ich das jetzt zweimal versuche, nochmal Down B zu machen, dann geht es natürlich nicht mehr. Einmal kann man das machen. Sehr gute Sache. Ihr seht, wenn ich richtig abgehe, komme ich auch wirklich ziemlich hoch. Und das ist eben halt immer wichtig als Dr. Mario Main, dass man eben halt komplett alles benutzt zur Recovery. Erst den Dr. Tornado, dann Double Jump und dann Up B in den meisten Fällen. Kann natürlich auch erst Double Jump machen, dann Down B und dann Up B. Je nachdem, werdet ein bisschen kreativ, mixt es, werdet nicht predictable. Denn ansonsten seid ihr sowieso ein toter Dr. Mario. Weil die Recovery eben halt sehr exposable ist von ihm. Eine der schlechtesten Recoveries im Spiel. Aber ja, er kommt wenigstens noch hoch mit seinem Tornado. Luigi im Gegensatz zum Doc nicht mehr. Ja, das ist alles, was man zur Down B sagen kann. Natürlich könnt ihr die auch Grounded benutzen. Wenn man nicht masht, dann kommt man auch nicht hoch. Aber Ground würde ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Okay. Kommen wir nun zu Up B. Jinjagu. Das ist halt super geil, out of shield. Ja, wenn ich das dann reverse. Kann auch killen, bei ganz hohen Prozenten. Gehen wir mal auf 120. Ja, angenommen, er hat mich jetzt gecross-upped. Hinter mein Schild geraten. Boom. Tot. Saugeil. Und ja, bei Low Prozent habe ich euch ja auch schon gezeigt, kann man tatsächlich die Up-Air kommen muss. Mit einer B beenden. Das geht ja auch. Aber ja, generell ist es eben eine super schnelle Option, wenn der Gegner euer Schild getroffen hat. Wenn ihr ihn dann offstage schauen wollt, dann macht Up-B. Und dann geht er eben mal für einen Edgeguard. Ich denke, das ist eine gute Sache. Ja, ansonsten natürlich als Recovery zu verwenden. Ihr seht, da kommt man nicht wirklich hoch mit. Du darfst halt nur bis hier ungefähr gehen. Mache ich das von hier, komme ich schon gerade noch so hoch. Aber ja, von hier natürlich überhaupt nicht mehr. Also, Recovery-technisch nicht gut. Out of Shield, fantastisch. Als wir den Gegner sehr weit wegschleudert. Würde ich bei Low Prozent nicht machen, weil ihr seht, der fliegt da nicht weit genug weg und kann euch eben halt dafür punishen. Also ab 50% eine sehr gute Sache, würde ich immer nehmen, dann Auto Shield. Richtig, richtig geil.
Ja. Guck, dann fliegt der Gegner weit genug weg, dass ihr eben halt nicht mehr gepunished werden könnt. Ja, das ist alles, was man zu den Specials sagen kann. Kommen wir jetzt zu den Grabs. Wie gesagt, ich würde immer einen Downthrow verwenden. Downthrow, Up-Air, Up-Air. Bei Low Prozent. Dann für weitere Up-Airs gehen. Was ihr auch machen könnt, ist eben halt Up-Throw, Up-Air und dann das gleiche tun. Also Up-Throw oder Downthrow spielt bei 0% tatsächlich keine Rolle. Ist letzten Endes egal, welchen Throw ihr da nehmt. Funktioniert beides. Bei mit Prozenten würde ich immer Downthrow Backammern. Müsst ihr ein bisschen weiter rennen, hinter den Gegner gelangen und dann Backair machen. Ist halt stärker, die Backair kann killen. Könnt natürlich auch hier noch Up-Air machen. Aber ja, da hätte die Backair eben halt jetzt schon gekillt. Ja, und als Mix-Up könnt ihr natürlich auch Downthrow Down-B machen. Ist auch noch eine Möglichkeit bei hohen Prozenten. Und natürlich bei 90, was ich euch schon gezeigt habe, Downthrow Fair. Oh, das geht natürlich auch. Ja, das sind so die Standards-Kombos. Die ganzen Up-Air-Kombos habe ich euch ja schon gezeigt. Brauche ich ja jetzt nicht nochmal machen. Ja, Up-Throw, wie gesagt, bei hohen Prozenten seht ihr, Connect, der nicht mehr ist. Der Combo nicht mehr, bringt euch nichts. Bei Low-Prozent könnt ihr den nehmen, aber hohen Prozenten hat er keinen Sinn mehr. Back-Throw ist euer Kill-Throw. Der killt sogar ungefähr 20% eher als der von Mario. Der Super Mario 64 Wurf ist tatsächlich schlechter als dieser Backthrow. Die haben sie auch komplett geändert. Der war nicht früher auch der Super Mario 64 Wurf. Er hat einen neuen Backthrow bekommen. Seht ihr? Hifo! Hebt den Gegner so hoch. Schleudert ihn eben halt weg. Sollte Captain Falcon mal 125 killen. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Wir können es ja gerne mal ausprobieren. Aber ja, er ist viel stärker als der von Mario. Ja, er killt schon. Fantastischer Backthrow. Sehr, sehr stark. Sollte man nicht unterschätzen. Viel besser als der von Mario. In Teams allerdings bevorzuge ich den von Mario, weil er immer noch beim Wirbel eine Hitbox hat. Und ja, das macht es in Teams schwieriger für den Teampartner des Gegners, das zu unterbinden und den Gegner halt zu retten. Ja, bei Singles finde ich den Backthrow auf jeden Fall besser. Und Forward Throw ist halt nur Positioning. Und, was ich euch natürlich schon gezeigt habe, bei Low Prozent könnt ihr das als Mix-Up verwenden für den Pillenlock. Ne? Das kann man natürlich machen. Was übrigens auch geht, ist... Na, wie gefällt euch das? Ja. Man hat einige Möglichkeiten mit Dr. Mario. Cooler Charakter, ich mag ihn. Ich finde, er hat trotzdem noch einige Schwächen. Aber overall ist er dann doch schon spielbar, wie ich finde. Kommen wir nun zum Mewtwo-Game abschließend vor Dr. Mario. Im Mewtwo natürlich viel Back-Air-Spacing benutzen. Back-Air ist super gut, super safe, super stark. Für Grabs gehen, dann eben halt die Grab-Kombos mal mit der Up-Airs. Und wenn ein Gegner Offstage hat, immer schön den Dr. Tornado timen. Oh, die Recovery ist so schlecht, wenn ihr einmal nicht taggt, seid ihr tot. Ja. Das solltet ihr wirklich meistern. Und ansonsten könnt ihr eben halt auch noch Down Tilt benutzen als Kombo-Starter. Einmal reindashen mit Down Tilt. Wenn ihr Schild trefft, dasht ihr eben halt wieder weg. Aber ja, das kann eben halt auch gute Follow-Ups bieten. Also, was benutzt man jetzt im Neutral? Back Air, Down Tilt, Grab und als Mix-Up eben halt den Tornado. Das kann man gut verwenden. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist halt mit Late näher reinzugehen. Das könnt ihr auch gut machen. Aber ja, das ist basically alles, was ich zu Dr. Mario zu sagen habe. Ich hoffe, euch hat dieser Guide gefallen und ich hoffe wirklich, dass wir auch mal mehr Dr. Marios sehen werden, weil kaum einer spielt diesen Char und ich finde es ein bisschen schade. Weil er an sich cool designt ist. Mir gefällt halt diese neue Down Air zum Beispiel. Ja, und mit diesem wunderschönen Jablock beende ich jetzt dieses Video hier. Und ja, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.